Und willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier in Hogwarts Legacy. Ach, das war ja wirklich eine sehr schöne Folge, die letzte Folge, unsere Tierwesen-Unterrichtsfolge. Wir hatten hier auch noch ein paar Tierwesen gerettet, einen kleinen Niffler und ein Mondkalb. Ja, und jetzt geht es zum Wahrsageunterricht. Das ist unsere nächste Aufgabe. Ich hoffe, wir haben jetzt hier auch wirklich kein Tierwesen mehr übersehen. Ich glaube aber, ich habe mich einfach nur vertan und habe das letzte Mal Das bedeutet Ärger. Und ich bin ganz allein. Entweder das mit dem Mondkalb falsch in Erinnerung. Ja, habe ich mich vielleicht wirklich einfach vertan. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Tierwesen hier gerettet. Was mich allerdings nach wie vor irritiert, warum ist hier ein Schloss auf Stufe 3? Obwohl wir das ja gar nicht brauchen. Naja, vielleicht finden wir das noch heraus. Wer weiß. Gut, machen wir uns also auf, würde ich sagen. Oh, ein kleiner Falke. Ist ja toll. Ach, was wir hier alles für Tiere sehen. Ja, machen wir uns also auf, würde ich sagen, zum Wahrsageunterricht. Oh nein, hier läuft noch das Mondkalb spazieren. Es weiß nicht, wo es hin soll. Oh nein, hätten wir das mitnehmen sollen? Oh, ich würde es ja so gerne mitnehmen. Ob wir es hier wiederfinden? Oh nein. Och, kleines Mondkalb. Kann ich es streicheln? Oh, schade. Es ist nicht gezähmt. Oh, wer weiß, ob wir das jetzt richtig gemacht haben. Ja, doch, wir haben es befreit. Das war schon richtig. Vielleicht können wir es dann irgendwann noch einsammeln und mit nach Hause nehmen und pflegen. Vielleicht wartet es hier auf uns. Oh, das arme kleine Mondkalb läuft jetzt hier ganz verzweifelt spazieren. Oh nein. Aber ist es nicht süß? Okay, aber aktuell rennt es vor uns weg. Das heißt, wir lassen es mal in Frieden und machen uns mal auf zum Wahrsageunterricht, würde ich sagen. Einmal, ja, wir nutzen einmal unseren Besen und fliegen einmal zurück zum Schloss. Habe ich es schon erwähnt? Es ist einfach so schön. Oh, was ist denn hier? Das sieht ja auch sehr interessant aus, schaut mal. Oh, wer fliegt da auf uns zu? Eine Eule, was war das? Nein, ein Adler. Ah, herrlich. Ach, wie schön. So, und was ist hier? Ist hier noch irgendwas Interessantes zu entdecken? Jawohl. Na, das machen wir doch noch mit. Das machen wir doch noch mit, oder? Hier muss aber irgendwo... Ah, eine Spinne muss hier irgendwo sein. Da ist sie. Die machen wir doch gleich mal noch mit. Jawohl. Du bist widerlich. Einmal die Spinne erledigt. Und dann schauen wir mal. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Einmal bitte Malvenkraut benutzen. Okay, und was haben wir hier aktiviert? Das ist jetzt die Frage. Was sollen wir da machen? Hier. Ah, vielleicht zerstören. Okay.
Wo ist noch einer zum Zerstören? Da ist noch einer. Dann, wo ist der nächste? Da ist noch einer. Da hinten noch. Das sollte ich untersuchen. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Sehr schön. Wieder eine Prüfung abgeschlossen. Perfekt. Ja, und dann weiter zum Wahrsageunterricht. Ach, es ist so schön. Es macht so viel Freude. Also wir müssen uns immer noch diese eine Burg hier merken oder diese eine Ruine. Da läuft noch ein Mondkalb spazieren. Eventuell auch noch ein Niffler. Denen müssen wir dann noch ein neues Zuhause geben. Ich hoffe, dass wir die dann da wiederfinden werden. Ich dachte, die laufen jetzt nach Hause zu ihrer Familie. Ah, es ist schon wieder Nacht. Die Tage sind zu kurz, Leute. Die Tage sind wirklich zu kurz. Wobei es natürlich auch sehr schön ist, hier nachts zu fliegen und spazieren zu gehen. Aber tagsüber sieht man noch mal ein wenig mehr. Sind das die Fenster von unserem Gemeinschaftsraum? Kann das sein? Von Hufflepuff? Die Fenster? Das ist ja cool. Könnte sein, oder? So, wir lassen uns mal unseren Weg anzeigen. Nicht, dass wir uns wieder vollends verlaufen, wie wir das ja so oft schon getan haben. Ach, hier ist es ja auch wieder richtig idyllisch. Ach, dieses Schloss zu... Oh, schaut mal, was wir hier zwischendurch immer noch finden. Ja, Wahnsinn. Könnte doch sein, oder? Dass das hier unser Gemeinschaftsraum unterhalb ist. Hier auch eine schöne Statue. Oh, ist der qualmt es sogar. Das ist ein Schornstein vielleicht sogar. Ach, ist ja witzig. Ist ja cool. Tatsächlich. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Ja, schaut mal. Der gähnende Wasserspeier. Obwohl dieser Wasserspeier aus dem Rauch strömt, verzaubert scheinen mag, ist er in Wahrheit der Kamin des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums. Da seht her. Das dachte ich doch. Dann ist das auch unser Fenster. Haben wir da auch nochmal was zu entdecken? Hier nicht. Okay. Sehr, sehr schön. Oh. Da ist noch eine Kiste. Und da bekommen wir einen Schal. Schön. Weniger Werte zwar, aber vielleicht optisch ganz nett. Gut, einmal nochmal unsere Spur anmachen. Unser Büchlein. Ups, ein Hauself. Ach, und wir sind in der großen Halle gelandet. Schaut mal. Das ist ja auch so cool. Mega schön. Haben wir hier noch irgendetwas? Oh ja, im außerhalb anscheinend. Oder eben hier in diesem Raum. Oh, Schloss auf Stufe 1. Alohomora.
Wir können hinein. Sehr schön. Na, dann schauen wir uns da doch mal noch um, bevor wir zum Unterricht gehen. Du gehörst mir, Demigeist. Ah, das ist ja cool. Wir haben einen Demigeist-Mond gefunden. Perfekt. Und dann einen neuen Zauberstabgriff. Ein paar Galeonen. Ah, cool. Schauen wir uns mal den Zauberstabgriff an. Royal Rosa. Ein bezaubernd königlicher Stil in Rosa und Cremetönen. Ja. Finde ich den hier immer noch am schönsten. Der schwarze sieht auch sehr edel aus. Oder auch der weiße macht sich natürlich auch sehr gut. Aber ich finde den hier immer noch am schönsten bisher. Ja, wir lassen einmal den hier. Ach, ist das toll. Hogwarts zu erkunden ist ja so toll. Wunderbar. Dann folgen wir jetzt aber einmal unserer Buchseite oder unserem Buch. Auch die zoffen sich hier. Unmöglich ist das. Keine Disziplin. Also ehrlich, schämt euch. Das sieht auch toll aus. Huch, da war auch ein Hauself. Oh, gibt's hier was zu entdecken? Nein, aber Wahnsinn, schaut mal. Das sieht ja auch ganz fantastisch aus hier. Adler, Schlange, Löwe und Dachs. Herrlich. Hier müssen wir schon gewesen sein, schaut mal. Hier haben wir schon einen Schrank geöffnet. Okay. Oh, aber da ist anscheinend eine Revelio-Seite. Revelio. Ah. Stundengläser mit Hauspunkten. Diese großen verzierten Sanduhren, die Rubine, Diamanten, Saphire und Smaragde enthalten, sind so verzaubert, dass sie stets die jeweiligen Hauspunkte für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Sehr schön, wieder eine Handbuchseite entdeckt. Was wir hier immer alles entdecken, und da sind auch noch Truhen anscheinend. Naja, gut. Ich möchte nicht zu viel immer mit Revelio finden, sondern auch so ein wenig. Sehr schön. Geht's denn hier entlang? Hier auch nochmal weiter. Waren wir hier schon? Ich weiß es leider nicht. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich hier wirklich sehr oft verlaufe? Vielleicht geht es hier in die Kerker? Kann das sein? Ja, ich glaube, genau. Hier sind ja die Schlangen von Slytherin. Ja, hier waren wir schon. Alles klar. Müssen wir uns aber auch nochmal... Ach, wir müssen überall nochmal gucken. Man kann hier nicht genug erkunden. Schaut mal, da haben wir auch schon einen Schrank entdeckt. Und wir müssen anscheinend hier durch. Einmal über den Hof. An einem Flämmchen vorbei. Sie Hallo. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Eisen vor. Doch, das glaube ich. Das war bestimmt sehr umständlich. Wobei, mit Besen fliegen geht ja eigentlich auch. So, ich glaube ja, da oben, das ist der Wahrsageturm.
Da gehen wir jetzt einmal hin. Hier ist wieder ein süßes Nifflerbild. Oh, die sind so niedlich. Ich hoffe, wir haben noch ganz viele Unterrichtsstunden mit Tierwesen. Oder noch ganz viele schöne Aufgaben von unserer Professorin für Tierwesen. So, schaut mal. Hier geht es nach oben. Auch so cool gemacht, oder? So, wir sind einmal hier. Oh, da können wir. Ist das eine Demigeist-Statue? Ein Demigeist-Mond? Du gehörst mir, Demigeist. Ja, den Demigeist nehmen wir noch mit. Sehr cool, wieder einer gefunden. Ja, und dann würde ich sagen, warten wir hier einfach mal. Aber wir können gar nicht warten, wir können aber Zeit, wir können die Zeit. Auf der Karte müssen wir das ja machen. Ja, würde ich sagen, machen wir einmal. Dass wir wieder Tag haben. Ja. Unheimlich viel. Huch, ein kleiner Auflauf hier. Oha. Okay, wir hatten also jetzt einmal Wahrsagenunterricht. Auf der nächsten Strecke schlägt mich niemand. Und wir sollten uns jetzt bei Professor Onai melden. So, die ist da oben. Ja, und ich hoffe, ihr schafft es euch hier einig zu werden, wer als erstes den Raum verlässt. Ist das Poppy? Hallo Poppy! Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass Sie es schaffen würden. Da Sie zweifellos Ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich, Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Oha. Triumph? Gefahr? Macht? Weiß nicht recht. Also ich sehe ganz viele Tierwesen. Aber ich sehe keinen Triumph und auch keine Macht. Ich spüre Gefahr. Naja. Ich weiß nicht recht. Ich weiß es nicht, Professor. Manchmal ist die Zukunft für uns alle taub. Wie bei aufgewühltem Wasser muss man warten, bis sich die Dinge beruhigt haben, bevor das Bild klar wird. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Na, aber klar doch. Auftrag abgeschlossen. Professor Onais Aufgabe. Wir haben einen neuen Zauber gelernt. Okay. Des
Sendo ist ein Kraftzauber, der Objekte nach unten bewegt und Feinde zu Boden schleudert, wodurch eine Schockwelle entsteht. Das testen wir doch gleich mal aus. So, das ist dieser hier. Machen wir den mal da rein. Und dann würde ich sagen, machen wir hier wieder einmal unser Licht rein und das hier. Dann üben wir einmal. Sendo, fantastisch. Hoppla. Sie haben den Dreh raus. Erasto, Moment. Sendo. Irgendwann müssen Sie aufhören. Sendo. Und Ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben. Okay, werden wir tun. Einmal noch. Sendo. Klasse, wunderbar. Sehr schön. Was haben wir denn dann als nächstes? Ja, wir könnten jetzt erst noch weiter. Ich weiß gar nicht, sehen wir irgendwo, wo wir unsere, wie viele Monde wir haben? 5 haben wir. Wir haben 5 Demigeist-Monde. Brauchen also noch ein paar. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch zum Abschluss ein wenig Besenflugtraining. Das ist doch vielleicht jetzt noch eine schöne Aufgabe zum Abschluss. Lassen wir einmal wieder unser Buch voranfliegen und dann fliegen wir gleich selbst auf dem Besen. Ach, das ist so schön. Was haben Sie jetzt vor? Jetzt machen wir noch ein Besenflugtraining, liebes Flämmchen. Einmal noch Besenfliegen hier. Ach, schaut euch mal diesen tollen Raum an hier. Ist das nicht fantastisch? Herrlich. Immer wieder herrlich. Was gibt es Neues vom Drachen? Schauen wir mal, ob wir Imelda Reyes, ob wir die noch schlagen können jetzt. Huch. Ach, da sind Blätter reingeweht. Ja, diesen Gang kennen wir ja nun schon zu Genüge. Aber hinfinden würden wir, glaube ich, trotzdem nicht. Auch hier wieder diese schönen Eulenlampen. So schön. So, und ich würde fast sagen, dass wir da jetzt hinfliegen. Oh, Imelda Reyes ist sicher bald die schnellste Fliegerin von Hogwarts, wird hier gemunkelt. Na, ob das stimmt, ich weiß es nicht. Wo geht es denn lang? Einmal hier entlang. Wo findet denn das nächste Wettfliegen statt? Na, langsam werden wir aber schon ein wenig besser mit dem Besen. Mit dem Bremsen und mit dem Schnellfliegen. So, wir können ja eigentlich, schaut mal, wir brauchen gar nicht unbedingt der Spur folgen. Oh, wir können hier noch ein paar Ballons platzen lassen. Das würde ich jetzt auch noch machen wollen. Vorher. Juhu! Jawohl. Und noch ein letzter. Sehr schön. Lass jetzt Ballons zerplatzen. Oh, wir sind Stufe 25 und haben wieder ein paar Talentpunkte zu vergeben.
Sehr schön. Oh, da wären auch nochmal Ballons. Na, dann nehmen wir die doch auch gleich noch mit, bevor wir zum Besenrennen gehen. Ach ja, und so ist natürlich richtig schön bei Tag. Da sieht man natürlich nochmal mehr. Die ganze tolle Landschaft und... Ah, es ist so zauberhaft. Bin so gespannt, was wir alles noch entdecken werden. Ups, und wieder ein Ballon verpasst. Schaut mal, so schnell geht das. So, einmal. Wollen. Wieder ein paar Ballons platzen lassen. Bin gespannt auf diese nächste Flugstrecke. Das hat schon bessere Tage erlebt. Oh, hier sind auch noch ein paar Leute, die wir dann ausschalten müssen, glaube ich. Ich sehe nicht nach. Aber jetzt sprechen wir erst einmal mit Imelda Reyes. Bin gespannt, wo die uns hinführt. Ach schön, wir sehen noch mal wieder eine neue Gegend hier. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier muss ja irgendwo Cambridge, glaube ich, sein. Kann das sein? Oh. Ich werde dir das Leben nehmen, bevor du begreifst, was passiert. Huch, wer redet hier mit uns? Und warum kann ich hier nicht weiter? Hier geht's weiter. Ah, schaut mal. Ah, da müssen wir hin. Sehr schön. Da wären wir. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Da ist ja Hufflepuffs Tempowunder. Hallo. Hallo, Imelda. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Na klar. Alle vergrault? Hast du deine Meinung geändert? Heißt das, du hast deine Meinung über mich geändert? Zumindest bist du besser als die Stümper, die mich normalerweise herausfordern. Während sie herumsitzen und auf den Sieg hoffen, übe ich. Stundenlang. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Na klar. Starke Konkurrenz. War das etwa ein Kompliment, Imelda? Nur zu. Glaub, was du willst. Mir ist das egal. Komplimente verweichlichen nur. Niemand sagt mir, dass ich gut war. Und? Ist mir das wichtig? Nein. Mir reicht, dass ich weiß, dass ich die Beste bin. Also... Versuch gerne, meinen Rekord zu brechen und sei nicht enttäuscht, wenn du verlierst. Also, ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung! Wunderbar! So, naja, wahrscheinlich werden wir uns jetzt erstmal wieder etwas dämlich anstellen. Aber wir versuchen es natürlich. Das war doch nicht schlecht. Läuft ja bisher nicht so schlecht. Schön konzentriert bleiben hier bei der Sache. Nein. Haben wir das noch gekriegt? Erwischt.
super. Ha, cool, das macht richtig Spaß. Langsam habe ich's raus. Ja, ich glaube auch, dass wir es langsam raus haben. Neue Bestzeit. Ja, mal nachsehen, wie die Bestzeit überhaupt ist. Ich weiß nämlich gar nicht, was wir haben schlagen sollen. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich, das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Du sagtest, der Ruf deines Talents hätte Leute verärgert. Wen denn? Wenn du es wissen musst, sogar Leute aus meinem eigenen Haus sind neidisch auf mich. Als Erstklässlerinnen haben Nerida Roberts und ich viel Zeit auf unseren Besen verbracht. Wir wollten jeden Tag fliegen. Mein Können auf dem Besen wuchs rasant, möchte ich meinen, aber Nerida hatte plötzlich keine Zeit mehr fürs Fliegen. Ich versuchte, ihr Tipps zu geben, aber sie hatte einfach nicht mein Talent. Sie war eindeutig neidisch auf mich. Armes Ding. Jetzt verbringt sie die ganze Zeit am See, besessen von den Wassermenschen. Lernt nicht mal schwimmen. Ich werde mein Talent nicht herunterspielen, nur weil jemand ein zu sensibles Ego hat. Jedenfalls muss ich die nächste Strecke vorbereiten. Komm vorbei, wenn du den Mumm hast. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruh dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. Na, dann sehen wir uns noch doch mal ein erfolgreicher Flug. Das sollte ich Mr. Weeks erzählen. Sehen wir uns mal die Bestenliste noch an. Oh, gleich auf dem zweiten Platz geflogen. Na, das ist doch hervorragend. Perfekt. Das reicht uns erstmal. Ja, und dann würde ich sagen, können wir auch in der nächsten Folge Mr. Albi unseren Bericht erstatten. Auf der nächsten Strecke schlägt mich niemand. Ja, das werden wir sehen, Imelda. Ja, dann machen wir das noch in der nächsten Runde, in der nächsten Folge. Sammeln hier einmal noch ein bisschen was ein. Ach schön, das hat jetzt auch wieder richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge weiterhin mit dabei. Ich würde mich sehr freuen, verabschiede mich jetzt erstmal wieder und sage Tschuhuuu!